Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jemand hat uns geschrieben und das fand ich so schön. Hallo liebes Gebetsteam, alle meine Kälber trinken wieder. Herzlichen Dank für das Gebet. Auch das ist ein Gebetsanliegen und ich musste denken, Gott kümmert sich doch um alles. Sei dir gewiss, er weiß auch um dich und er weiß auch, was du brauchst. Ist das nicht wunderbar? Jede Sendung so viel Abwechslung an Gebetsanliegen wie auch an Heilungen. Und Hoffnung um 12, wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Heute wollen wir wieder weitermachen im Psalm 23. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Ja, ich habe so einen Stab mitbekommen in der Bibel, mitgenommen. In der Bibel haben diese Stäbe sehr viel Bedeutung. Wir wissen, bei Mose, da hat sich das Tote Meer geteilt und so weiter. David mit dem Hirtenstab. Und es ist auch ein Stück Schutz, dieser Stab. Und es heißt, dein Hirtenstab, nicht mein Stecken, sondern dein Hirtenstab, gibt mir Schutz und Trost. Er hat dir was in die Hand gegeben. Er hat dir Kraft in die Hand gegeben. Er hat dir Schutz und Trost in die Hand gegeben. Und Trost gerade in unserer heutigen Zeit ist was so Wunderbares, was man kaum irgendwo sonst herbekommt. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Danke, Herr, dass du uns deinen Hirtenstab gegeben hast. Herr, wenn wir zu dir gehören, danke, Herr, dass du uns die komplette Ausrüstung gegeben hast. Und danke, Herr, dass du mit uns bist. Schutz und Trost, Herr, jedem, der es jetzt gerade braucht. Danke, Herr. Amen. Wie schön, dass wir heute auch wieder für Anliegen beten dürfen. Und eine Frau schreibt uns ihr Anliegen. Bitte betet für meine Schilddrüse. Es wurden 4 Knoten und 2 Zysten festgestellt, damit sie wieder voll und intakt arbeiten kann und keine Tabletten und OP nötig sind. Vielen Dank. Jesus, ich danke dir, dass du diese Schilddrüse kennst und ich danke dir, dass da aus dieser Schilddrüse alles verschwindet, was an Knoten und Zysten und alles, was da nicht hingehört. Und ich danke dir, dass diese Schilddrüse wieder voll funktionsfähig wird, so wie du sie geschaffen hast. Danke, Jesus. Du bist der Heiler und du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wir trauen dir zu, dass diese Zysten und Knoten und Zeug alles verschwindet im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass deine Macht größer ist wie jede Krankheit. Danke, Jesus, dass du diese Person berührst. Amen. Amen. 2 Gebetsanliegen, die mit der Hüfte zu tun haben. Seit einiger Zeit habe ich Schmerzen in der Hüfte und bitte Gott um Heilung. Danke für eure Gebetsunterstützung. Und eine weitere Frau schreibt, bitte um Gebet für meine Hüfte und mein Knie wegen Arthrose und Schmerzen. Danke. Und Jesus, du kennst diese beiden Personen, die Probleme haben mit ihrer Hüfte. Und ich bin mir gewiss, dass noch viele andere auch Probleme haben in ihren Hüften. Und ich danke dir, dass du heute Hüften berührst. Und ich danke dir, dass sie wieder vollständig in Ordnung kommen, dass diese Probleme verschwinden. Und wenn es Arthrose ist oder Schmerzen oder irgendetwas anderes, danke Jesus, dass du diese Hüften heilst und dass sie voll funktionsfähig werden, in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommen, so wie du es gewollt hast und geschaffen hast und dass alles, was hindert, verschwinden muss und entmachtet ist im Namen Jesus. Und ich danke dir für vollständige Befreiung von Hüftproblemen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Da schreibt jemand, ich habe letztes Jahr einen immens großen Fehler gemacht und eine sehr gute,
sehr, sehr gute Stelle gekündigt. Damit werde ich überhaupt nicht fertig. Habe mich für eine Ausbildung entschieden, welche mir überhaupt nicht zusagt. Ich möchte unbedingt wieder in meine alte Stelle zurück. Habe hier leider vergebens jetzt ein halbes Jahr gekämpft. Ich hoffe trotz allem Dunkel, dass dies irgendwie möglich ist. Ich bitte darum, dieses Anliegen mit in Ihr Gebet aufzunehmen. Vielen Dank im Voraus. Ja, auch dafür würden wir beten und werden wir beten. Danke, Herr, du bist der Herr, der auch Fehler vergibt. Herr, danke, Herr, dass wir daraus lernen und danke, Herr, dass du uns auch da Wege zeigst. Und ich danke dir für diese Person, die jetzt diesen Fehler gemacht hat und es bitter bereut, Herr. Herr, schenke du Wege, Möglichkeiten, dass das wieder gut wird, dass da wieder Freude reinkommt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du da auch Unmögliches möglich machst, gerade in dieser Zeit, Herr, wo mit Stellen es schwierig ist. Ich danke dir dafür, Herr, schenke du da eine Möglichkeit. Danke, Herr. Amen. Amen. Ein Ehemann hat ein Gebetsanliegen für seine Frau. Meine Frau ist, wie die Ärzte sagen, an Demenz erkrankt. Ich bitte sie um ein Gebet für die Heilung meiner Frau. Sie quält sich damit, dass sie nichts mehr auf die Reihe bekommt, ist oft ängstlich und sehr traurig und hat manchmal auch keine Orientierung mehr. Ich bitte um ein Gebet an Herrn Jesus um Heilung von dieser Krankheit. Ja, was hoffnungslos ist, ist für Gott nicht hoffnungslos. Bei ihm können wir auch für unheilbare Krankheiten bitten. Wir dürfen das tun, er tut das Seine, wir müssen es ihm überlassen, das tun wir auch. Wir können nichts tun, aber wir dürfen bitten und wir haben schon so viele Wunder erlebt. Herr, ich danke dir, Herr, dass du jetzt diese Frau siehst, Herr, die in so großer Not ist, Herr, und Herr, diese Demenz, Herr, so die Vergesslichkeit immer mehr wächst und die Orientierung immer mehr schwindet. Und danke, Herr, Herr, mach Unmögliches möglich. Herr, dass wieder das, was zerstört ist, Herr, wir rufen Wiederherstellung auf. Wiederherstellung, Herr, auch der ganzen Zellen im Kopf, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass wir das bitten dürfen und Herr, wir glauben, Herr, dass du es tun kannst und bitte tu es. Danke, Herr, dass du diesen Menschen, auch die dasselbe haben, begegnest. Ganz besonders mit deiner großen Liebe, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen und manchmal muss man zuerst etwas loslassen, bevor etwas Neues kommt. Und so wie diese Frau berichtet, danke fürs Beten. Ich bin sehr dankbar, dass ich nach dem Loslassen eines Erbes sofort hier in Berlin eine sehr schöne Wohnung bekommen habe. Auch habe ich gleich an Weihnachten Besuch von meinem Sohn bekommen. Wenn wir etwas loslassen, macht Gott andere Türen auf. Gott erhört Gebet. Das hat auch diese Frau aus Bayern erfahren, die für ihren Vater um Gebet bat. Ich habe um Gebet für meinen Papa gebeten, der Corona hatte. Ich habe wirklich Angst um ihn gehabt. Gott hat das Gebet erhört. Ihm geht es wieder gut. Er musste nicht ins Krankenhaus, obwohl es ihm wirklich schlecht ging. Gott ist ein treuer Gott. Danke, Jesus. Ja, Gott ist treu und das haben wir schon so oft erlebt. Aus der Schweiz kommt diese Gebetserhörung. Eure Gebete wurden erhört. Wir haben wieder Frieden unter meinen Geschwistern, vor allem meiner Schwester. Meine Ehe ist auch wieder am Wachsen und der Friede ist hineingekommen. Ich bin euch so dankbar. Dafür habe ich auch angefangen, eine Beterin für andere zu sein. Und das ist doch schön, wenn man ein Segen sein darf für andere und diesen Segen einfach auch weitergeben darf. Das klingt doch wie Himmel auf Erden, wenn so viel Zoff in Frieden verwandelt wird. Hast auch du Gott erlebt? Und dann lass es uns wissen. Wir würden es gerne weiter sagen in dieser Sendung, um andere zu ermutigen. Und wir haben schon Zeugnisse bekommen von Menschen, die durch diese Zeugnisse Mut bekommen haben zum Glauben und haben Gebetserhörung erlebt.
Ja, jetzt zum Abschluss der Tipp des Tages. Mach es, wie wir es, ich soll denn ich auch jeden Morgen tun, dein Tag unter den Schutz Gottes stellen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade in dieser Zeit sowieso eine ganz wichtige Sache. Ja, er ist unser Schutz. Und danke ihm dafür. Stelle dein Leben, deine Kinder, dein Mann, was um dich rum ist, unter den Schutz Gottes. Und das ist so wichtig. Du kannst keinen besseren Schutz haben wie diesen Schutz. Du darfst uns gerne dein Anliegen senden. Wir beten für alle Anliegen, die eingehen, auch diejenigen, die wir hier nicht vorlesen können, aus Zeitgründen. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr kannst du anrufen. Ja, nächsten Sonntag sind wir wieder für dich da, auch im Gottesdienst. 10 Uhr beginnt unser Gottesdienst im Livestream, auch in YouTube. Oder wenn du kannst, komm doch mal vorbei. Das wäre so super schön. Und nächste Woche ist auch unser Ehe-Webinar. Und wenn du dich noch nicht angemeldet hast, tu es mit Dirk und Kirstin Schröder. Auch wir sind dabei. Das ist online. Webinar ist ähnlich wie eine Zoom-Konferenz, nur man sieht nicht jeden Einzelnen. Das ist nicht so gut bei einem Eheseminar, da braucht man eine Intimsphäre und deshalb haben wir ein Webinar gemacht. Auf unserer Webseite kannst du dich erkundigen und auch dort kannst du dich anmelden. Du siehst gleich ein Werbefilm für diese Veranstaltung. Danach ist die Sendung zu Ende, darum verabschieden wir uns jetzt. Habe eine gute Zeit und Gott segne dich. Wir wünschen dir Gottes Segen und alles Gute. Mm-hmm. Oh! Hallöchen zusammen! Hi, wir sind Marvin und Verena. Und wir sind seit 2,5 Jahren verheiratet und haben eine wirkliche Herzensempfehlung für alle Ehepaare da draußen. Genau, und zwar haben meine wunderbaren Schwiegereltern und Marvins Eltern, Dirk und Kirstin Schröder, haben ein Online-Eheseminar für euch vorbereitet an einem Wochenende. Genau, und was ich an den beiden einfach so doll schätze, ich bin ja da groß geworden offensichtlich die beiden haben mich einfach schon immer fasziniert, was für eine gesunde Ehe die haben. Und ich fand schon immer die Schlüssel spannend, die Bausteine spannend, die beiden als Fundament genutzt haben. Dann habe ich Verena kennengelernt und wir haben wirklich gemerkt, dass die Bausteine in der Freundschaftsphase bzw. und Verlobung und jetzt Ehe wirklich funktionieren. Ja, und die beiden sind wirklich echt unser größtes Vorbild, was Ehe angeht. Mhm. Die haben uns in jeder Phase begleitet und ich bin so begeistert von den beiden, wenn man die echt so miterlebt im Alltag. Ich denke echt so, die sind wie so frisch verliebt, die sind über 30 Jahre, glaube ich, sind die jetzt verheiratet und wirklich frisch, wie so Verknallte laufen die rum und ich finde es einfach total cool, von denen zu lernen und merke, dass wir so krass von den beiden profitieren, auch in unserer Ehe. Jetzt die 2,5 Jahre, wir sind noch nicht so lange verheiratet, aber wir können echt vom Herzen sagen, wir haben so eine gesunde Ehe und da haben wir auch ganz viel einfach Dirk und Kirstin und deren Tools so zu verdanken, wie genial die das so bauen, ja. Genau, manchmal sind es auch nur so Kleinigkeiten, ganz kleine Sachen. Dann hätten wir das damals nicht gewusst, wäre unsere Ehe wahrscheinlich nicht da, wo sie jetzt ist. Ja. Und dieses Seminar ist für jung und alt, also für Ehepaare wie uns beide oder schon richtige Legenden, die schon, weiß nicht, 50 Jahre verheiratet sind. Chapeau. Da kommen wir auch noch hin. Also wirklich jeder kann dieses Seminar mitmachen. Und egal, ob du gerade das Gefühl hast, so, boah, ich stehe gerade gefühlt vor einer Scheidung und ich kann nicht mehr und das bringt doch eh alles nichts, melde dich an, aber auch wenn du sagst, so eigentlich läuft es gerade alles super bei uns, so, was wir auch sagen können gerade von uns, aber wir haben immer Raum dazu zu lernen und Neues zu lernen und unseren Partner noch besser kennenzulernen und wir freuen uns, wir sind selber so heiß auf dieses Seminar. Also meldet euch an, alle Infos sind hier unten. Peace out. Bis dann. Ich habe die damals erlebt. Yes! Okay. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr.
Schau doch mal vorbei.